Ja. 4.2. So viele Fragen, die das Leben begleiten. Kann die Ignoranz in solch seelenlosen Zeiten ein Ausdruck sein, seine Sehnsucht zu zeigen? Oder ist vielmehr der Antrieb dafür eine der Schwächen, die zu durchbrechen, dem Menschen nicht möglich ist? Wir berechnen einfach so eiskalt die Reaktion der Person und gehen nur darauf ein, wenn sich's auch hundertprozentig lohnt. Aber wo bleibt da die humanitäre Basis, das Fundament? Ich dachte mal, die Gefühle der Menschen seien unbegrenzt. Wenn du jetzt weißt, was ich meine, ist mein Ziel erreicht. Zu viel, vielleicht zu viel, mal sehen, zu viel, wer weiß. Sag einfach ja, sag einfach nein, nur entscheide für dich, doch bitte verweigere nicht dein eigenes Ich. Die Gesellschaft prägt einen Menschen ohne Einverständnis, weil man, wenn man Mensch ist, keinen Einfluss auf sich nehmen kann. Und weil der Mensch als solcher ohnehin nur auf das Sein beschränkt ist, ist er meiner Kenntnis nach ein Leben lang gefangen, welches zumeist aus Oberflächlichkeit und Naivitäten besteht. Und jede weitere Handlung von dir, mein Reden belegt, es ist eben zu spät, um dem entgegenzuwirken, weil wir täglich dabei sind, unsere eigenen Lebensfäden zu kürzen, Mann, denn du denkst, so dass du denkst, dabei denken andere für dich, was auf lange Sicht an und für sich keine Spannung verspricht. Doch solange es nicht riskant ist, ist der normal und zufrieden, weil zwar da nicht interessant ist, aber wahllos betrieben. Doch wenn der Wind sich dreht, liegt es an der mangelnden Intensität und daran, dass wir Erfahrungen anderer pauschalisieren. Und Befangenheit zahlt sich aus, wie so ziemlich ein jedes Kind belegt, das schließlich aus, nochmal zu verlieren. Wenn du jetzt weißt, was ich meine, ist mein Ziel erreicht. Zu viel, vielleicht zu viel, mal sehen, zu viel, wer weiß. Sag einfach ja, sag einfach nein, nur entscheide für dich. Doch bitte verweigere nicht dein eigenes Ich. Wenn du jetzt weißt, was ich meine, ist mein Ziel erreicht. Zu viel, vielleicht zu viel, mal sehen, zu viel, wer weiß. Sag einfach ja, sag einfach nein, nur entscheide für dich. Doch bitte verweigere nicht dein eigenes Ich. In dem Gewicht den Box, was dir Prinzipien zeigen, zwingst du dich, nachdem du hingefallen bist, liegen zu bleiben. Doch blieben die Leiden, genau wie das Verschwiegene. Oder hast du dich entschieden zu fighten, oder was? Überwinde die Angst, um dich erlöst zu fühlen. Der kleinste Schlüssel, den du finden kannst, öffnet die größten Türen. Also stoß sie auf, überdenke deinen Stand der Dinge. Lauf an und springe doch über deinen Schatten, Junge, statt der Klinge. Wenn du jetzt weißt, was ich meine, ist mein Ziel erreicht. Zu viel, vielleicht zu viel, mal sehen, zu viel, wer weiß. Sag einfach ja, sag einfach nein, nur entscheide für dich. Doch bitte verweigere nicht dein eigenes Ich. Wenn du jetzt weißt, was ich meine, ist mein Ziel erreicht. Zu viel, vielleicht zu viel, mal sehen, zu viel, wer weiß. Sag einfach ja, sag einfach nein, nur entscheide für dich. Doch bitte verweigere nicht dein eigenes Ich. Wenn du jetzt weißt, was ich meine, ist mein Ziel erreicht. Zu viel, vielleicht zu viel, mal sehen, zu viel, wer weiß. Sag einfach ja, sag einfach nein, nur entscheide für dich. Doch bitte verweigere nicht dein eigenes Ich. Wenn du jetzt weißt, was ich meine, ist mein Ziel erreicht. Zu viel, vielleicht zu viel, mal sehen, zu viel, wer weiß. Sag einfach ja, sag einfach nein, nur entscheide für dich, doch bitte, bitte verweigere nicht dein eigenes Ich.